Dell hat es endlich geschafft und hat uns den 3014U als Testmuster geschickt. Ein 30 Zöller mit neuer IPS-Technik. Und der löst sozusagen den Vorgänger ab, den 3007, der bei uns in der Redaktion schon ein paar Jahre als Grafikkarten-Testmonitor dient. Und wir schauen uns mal jetzt mal die wichtigsten Werte vom 3014 an. Und dann nehme ich euch jetzt mit in den Test. Das AH-IPS-Panel habe ich ja schon erwähnt. 30 Zoll, 16 zu 10 Seitenverhältnis. Alle wichtigen Anschlüsse sind dabei. Dual-Link, DisplayPort, sogar Mini-DisplayPort. HDMI ist klar. USB 3 Hub ist eingebaut. Natürlich LED-Technik, so, das sind so die wichtigsten Features von dem Gerät. Dell gibt eine Reaktionszeit von 6 Millisekunden grau zu grau ein. Das prüfen wir gleich nach. Da würde ich sagen, starten wir den ersten Test. Jetzt haben wir unser Testprotokoll. Man sieht schon hier, der geforderte Wert wäre 6500 Kelvin gewesen. Wir kommen da nicht ganz hin, allerdings ist das Gerät auch noch unkalibriert. Die maximale Helligkeit liegt bei 305 Candela pro Quadratmeter. Das ist okay, also auch eigentlich zum Arbeiten schon viel zu viel, aber das kann man sicher einstellen. Ein ganz wichtiger Punkt noch im Protokoll ist der Schwarzpunkt. Der kommt nämlich, ich sag mal jetzt, auf nur 0,3 Candela. Das könnte niedriger sein. So kommen wir nämlich auf ein Kontrastverhältnis von 1017 zu 1. Das ist zwar für ein statisches okay, aber Schwarzwert könnte ein bisschen besser sein. Die anderen Werte lassen wir jetzt erstmal außen vor und gehen zum nächsten Test. Als nächstes ist der Input-Lag dran. Das ist natürlich besonders wichtig für Spieler neben der Reaktionszeit. Und dazu müssen wir unseren alten Röhrenmonitor wieder in Gang bringen, weil der bekanntlich ja fast 0 Millisekunden hat. Und aus diesem Vergleich sehen wir dann, wie schnell unser Dell ist. Da haben wir unser Foto. Hier beim Röhrenmonitor über dem Zeilensprung haben wir unseren Referenzwert. Das wäre jetzt sozusagen die 404. Dann suchen wir uns auf dem LCD den besten Wert, der noch erkennbar ist. Das ist in dem Fall die 380 und daraus ergibt sich ein Input-Lag von 24 Millisekunden für den Dell. 24 Millisekunden Input-Lag, das ist noch okay, also alles, was unter 30 ist, ist noch tolerierbar. Wir sind aber der Meinung, weniger als 10 ist für einen Zocker optimal. Dann haben wir gleich noch die Reaktionszeit nachgemessen. Der Hersteller gibt 6 Millisekunden an, wir kommen auf 8 Millisekunden. Das ist zum Spielen eigentlich zu viel. Die sollte unter 5 Millisekunden liegen. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal subjektiv an, wie stark der Monitor denn schliert. Hier kann man gut sehen, ich hoffe die Kamera kann es einfangen, dass gerade hinter dem gelben Kästle es unscharf wird, also sozusagen Schlieren entstehen. Ja? Auch zwischen Weiß und Blau sieht man es ganz gut, glaube ich. Ist jetzt gar nicht so schlecht subjektiv, gerade im Vergleich zum Vorgängermodell, wenn wir uns das mal hier drüben anschauen. Da sieht man nämlich deutlich mehr Verwischung zwischen den verschiedenen Farben und das Gerät hatte hier auch eine Reaktionszeit von 11 oder 12 Millisekunden laut Hersteller. Also das ist schon ein deutlicher Sprung von dem Vorgänger auf das aktuelle 3014. Für unseren letzten Test von unserem kleinen Hands-On habe ich mir einen Experten geholt, den Daniel Wart. Da geht es um den Kristalleffekt und das ist wohl ein interessantes Phänomen. Daniel? Ja genau, wir haben ja letztens herausgefunden, dass viele Monitore eine spezielle Folie haben. Dadurch wirkt das Bild sehr grieselig. Gut zu vergleichen mit einem Blatt Papier. Wenn ich das jetzt angucke, wirkt das Bild sehr klar. Es grieselt nichts. Ja. Genauso ist es bei diesem Monitor hier. Allerdings, wenn man jetzt einen alten Dell-Monitor zum Vergleich herzieht, dann wirkt das ganze Bild relativ grieselig. Und hier haben die es anscheinend zum ersten Mal richtig hinbekommen bei einer IPS-Technik. Die heißt ja auch AH-IPS. Ja. Genau. Da wurde dieses Problem anscheinend gelöst. Bei dem 30 Zöller von Dell eigentlich sehr gut. Von daher Kaufempfehlung in der Hinsicht. Okay, das war unser kleines Hands-On. Und den gesamten Test gibt es dann in der kommenden Ausgabe.